Das Gefühl, ich muss irgendwie ein bisschen näher an dich ranrutschen. Hi. Hi. Ist das okay, ich bin? Ja. Okay. Hallo zusammen. Da sind wir wieder zum Lesemonat April. Ihr bedankt euch bestimmt, ist nicht schon Juli? Ja, es ist schon Juli. Es ist euch vielleicht aufgefallen, aber wir haben in letzter Zeit wenig Videos hochgeladen. Wir haben einfach keine Zeit gehabt, die zu drehen. Das war verrückt. Wir haben es nicht geschafft, uns zu treffen. Da war die eine war krank, die andere musste arbeiten, dann hatten wir noch Urlaub. Und also ja, wir haben, ich glaube, 3 oder 4 Anläufe jetzt gebraucht, bis es wieder geklappt hat. Also danke, falls ihr uns noch nicht abgeschrieben habt bisher. Falls ihr uns nicht vergessen habt. Vielleicht ist es euch auch gar nicht aufgefallen, dass keine Videos kamen. Ja, vielleicht. Dann lasst es uns nicht wissen. also wir holen jetzt mal auf, was wir so verpasst haben an Lesemonaten und machen dann wie gewohnt weiter, würde ich sagen. Also ja, genau. Ich musste auch erstmal, in der Vorbereitung habe ich gedacht, April, was habe ich denn im April nochmal gelesen? Das ist schon so und dann vor allen Dingen, worum ging es in den Büchern überhaupt? Ja, ja. Es ist lange her. Wie viel hast du gelesen im April? April ging noch, da habe ich 4 Bücher gelesen. Ich hatte 3. Hm. Ja, gucken wir mal bei der Statistik, bei gelesenen Seiten und so. Genau, ich hatte 1536 Seiten. Warum sagt mir meine App, dass ich 5 Bücher gelesen habe? Bedummt. Gehört habe ich offensichtlich auch noch was. Habe ich noch was gehört? Weiß ich doch nicht. Gleich mal nachgucken. Also gelesen steht bei mir 1634 Seiten. Mhm. Und im Schnitt habe ich 8,3 Tage gebraucht. Ich 23. Ich hatte wieder einen langen Monat. Ja, ja. Mhm. Nein, ich gucke jetzt vielleicht mal eben nach, was... Warum? Was? Warum? Warum stehen da 5? Hier, Sachen machen. Ach, Game of Gold habe ich noch gehört. Als Reread quasi. Ja, das zählt ja nicht. Nee. Nee, das zählt nicht. Okay, dann können wir das ignorieren. Also 4 Bücher. Also 4 Bücher. Okay. Dann fangen wir an. Ach stimmt, da muss ich ja anfangen. Okay, also. Das erste Buch, das ich gelesen oder beendet habe, ich habe es ja schon im März angefangen, ist Der Architekt des Sultans von Elif Shafak. Das hast du mir bei Pick My Sub rausgesucht im März. Korrekt. Und das habe ich dann natürlich auch brav im März angefangen, aber nicht beendet. Passiert. Ja. War auch ein relativ langsames Buch zum Lesen, fand ich. Also ich habe immer mal wieder so ein bisschen darin gestöbert, habe mich da gerne drin verloren. Mhm. Aber es war jetzt nicht so, dass es so spannend war, dass ich dachte, oh, ich muss jetzt unbedingt weiterlesen. So. Okay. Aber der Inhalt war trotzdem auch gut wieder. Erstmal ist das bei, wo ist das erschienen? Kein und Aber Pocket mit Farbschnitt und übersetzt von Michaela Grabinger. Und es geht hier um Jahan, der mit seinem Elefanten Chota nach Istanbul kommt, irgendwann im 17. Jahrhundert. Also es ist auch ein historischer Roman. Und er trifft in Istanbul den Architekten Sinan, mit dem er dann Moscheen erbaut, Brücken erbaut und so ein bisschen durch die Geschichte Istanbuls führt im 17. Jahrhundert. Was für einige Leute wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig ist. Ich fand es ganz spannend, muss ich sagen. Vor allem, weil dieser Elefant so ein bisschen die tragende Rolle war. Ja, das ist cool. Das kann ich mir cool vorstellen. Ja. Es waren halt immer wieder so Situationen, wo der Elefant dann irgendwie zum Helden wurde oder so geholfen hat eben. Ne? Aber es wurde nicht aus der Sicht von dem Elefanten geschrieben oder so? Nein, es ist aus der Sicht von, oder wir begleiten Jahan die ganze Zeit. Okay. Ja. Ja, und es geht halt viel um Architektur, mhm, aber auch um Kriege, Intrigen am Palast und so weiter. Und was ich wieder mal ganz toll fand, war hier der Erzählstil. Genauso wie bei Die 40 Geheimnisse der Liebe. Das habe ich ja auch schon so gerne gelesen. Und auch hier bin ich einfach wieder komplett abgetaucht in den Erzählstil. Ich finde, Elif Shafak kann einfach erzählen.
Ist auch egal, was sie mir erzählt. Ich lese das alles gerne. Ja. Ja, klingt, als wäre es für mich eher nichts. Nee, würde ich dir tatsächlich auch nicht empfehlen. Also vom Inhalt her hat mich auch die 40 Geheimnisse der Liebe mehr gepackt als dieses. Ja, dann. Ja. Aber ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Ja, natürlich. Also auf jeden Fall fand ich dieses Buch echt wieder gut. Und wenn man Elif Shafak mag, dann lohnt sich das auf jeden Fall auch, einen Blick reinzuwerfen. Cool. Wenn nicht, dann nicht. Okay. Ich bin ja um jedes Buch froh, was ich nicht lesen will. Ja, dann, ich habe meinen April gestartet mit Vicious von V.I. Schwab. Das ist ein Buch aus meiner, oder von meiner 12-Books-Liste. Klar. Genau, das ist bei Fischer Tor erschienen und wie immer von Petra Huber und Sarah Riffel übersetzt worden. Und es geht um die beiden besten Freunde, Victor Vale und Eli Ever, die zusammen, ich weiß gar nicht wo, ist auch egal, die studieren auf jeden Fall zusammen Medizin und sind da beide ziemlich gut auf diesem Gebiet und schreiben, ich weiß nicht, muss ich mir mal kurz überlegen. Ich glaube, Eli schreibt eine Arbeit über extraordinäre Menschen. Das sind Menschen, die besondere Fähigkeiten haben. Und er findet irgendwann raus, dass diese Extraordinären die Fähigkeiten erhalten, weil sie ein Nahtoderlebnis hatten. Und wie Medizinstudenten nun mal so sind, denken die beiden sich, geil, das können wir auch nachmachen. Müssen wir mal gucken, ne? Okay. Und experimentieren dann halt an sich selbst. Und es klappt auch, dass beide mit Fähigkeiten quasi wieder erwachen. Eli regeneriert sich selber, wird quasi unsterblich, altert auch nicht mehr. Und Victor kann Schmerzen regulieren, bei sich selbst als auch bei anderen Leuten. Der kann also entweder das Schmerzempfinden hochschrauben oder runterdrehen. Und genau, 10 Jahre später bricht Victor aus dem Gefängnis aus und will sich an Eli rächen. Und wir haben quasi diese beiden Zeitebenen, die parallel erzählt werden. Es wird immer hin und her gesprungen. Und ja, ich fand's recht gut, auf jeden Fall. Rächen, warum? Ja, das erzähle ich dir doch jetzt nicht. Ach so. Das weiß man auch am Anfang nicht irgendwie. Okay. Also es wird so aufgearbeitet immer mehr. Und das, diese Geschichte am Anfang, wo die noch Studenten sind, wird quasi aufgearbeitet, bis die beiden Zeitstränge sich treffen. Naja. Und ja, es ist auf jeden Fall total spannend zu lesen und auch mal aus der Sicht des Bösewichts quasi zu lesen. Und ich mochte das total gerne. Mir war Victor total sympathisch, ich mochte den richtig, richtig gerne. Und es war total spannend. Und ich hatte auch einfach noch nie sowas gelesen, so was in diese Richtung geht und was so diese Art war. Das war so ein bisschen Science-Fiction, Fantasy mäßig. Aber das heißt, was komplett Neues für dich? Für mich was Neues auf jeden Fall, ja. Cool. Ich habe es gerne gelesen. Hat man ja auch selten, ne? Ja. Finde ich jetzt. Also wenn man viel liest, dann findet man in jeder Geschichte irgendwie Sachen auch wieder aus anderen. Ja. Und doch, aber ich mochte es gerne. Cool. Es hat mir zum Beispiel viel besser gefallen als Eddie LaRue von Die Schwab, ne? Und ich kann mir auf jeden Fall auch gut vorstellen, es weiterzulesen mit Band 2. Mal gucken. Wie viele wird es denn da noch geben? Soweit ich weiß, sind es 2. Okay. Ja. Ja, cool. Mhm. Möchtest du unseren Buddy Read? Ja. Ja, kann ich machen. Dann mache ich vielleicht erst mit was anderem weiter. Okay. Ja. Dann lege ich das zur Seite. Das wäre eigentlich mein zweites gewesen. Aber dann nehme ich erst das zweite Pick My Soap aus März, das ich auch erst im April beendet habe. Shame on you, ey. Aber brav, im März angefangen. Ja, nein. Aber dieses Buch bietet sich auch dazu an, das einfach über einen längeren Zeitraum hinweg zu lesen, weil das ja, also es geht darum, Isabel Bogdan, die Autorin, die hat 43 Sachen ausprobiert und die erzählt jetzt in diesem Buch Sachen machen, was sie so macht. Genau, was sie so ausprobiert hat und welche Erlebnisse sie so dabei gemacht hat. Was für Erlebnisse sie dabei gemacht hat, welche Erlebnisse sie dabei hatte. Gut, dass Erfahrungen gemacht. Ja, gut, dass wir was mit Sprache machen. Ja, ja. Ist schon mein drittes Buch von Isabel Bogdan und ich lese ihren Schreibstil einfach super gerne, weil sie auch sehr, sehr witzig schreibt, finde ich. Witzig-spritzig. 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 Nee, ich habe an mehreren Stellen einfach laut gelacht. Okay. Eine Stelle habe ich dir, glaube ich, auch geschickt, ne, mit der chinesischen Massage. Ja.
Stimmt. So lustig, ich fand's so cool. Da hat sie einfach diesen Akzent so super eingefangen. Ich dachte jedes Mal, ja, genau so reden die. Ich kann mir das so gut vorstellen gerade. Das war einfach richtig lustig. Ja, und das Buch habe ich ja gelesen, um so ein bisschen aus meiner Corona-Lockdown-Flaute rauszukommen, weil ich ja auch gar keine Lust mehr hatte, irgendwas Neues auszuprobieren. Mhm. Ne? So, man ist so in so einen Alltagstrott verfallen und so, ich hatte keine Lust drauf. Ja. Ja, und mit diesem Buch wollte ich mir eigentlich mal so ein bisschen so einen Antrieb wiederholen, mal neue Sachen auszuprobieren. Und hast du dich inspirieren lassen? Ich glaube, ja. Ja? Also zumindest habe ich mittlerweile schon einen Jumping-Kurs ausprobiert. Mhm. Kennst du, ne? Sport auf dem Trampolin? Ja. Ja, war lustig. Ja? Wollte ich immer schon mal gemacht haben. Hast du mir noch gar nicht von erzählt? Nee. Ja, habe ich das denn gemacht? In Heiden habe ich das ausprobiert. Ach, verrückt. Ja, ich habe cool. jemanden kennengelernt, der in einem Jumping-Kurs war und die hat mich dann eingeladen. Cool. Ja. Und ich muss aber leider sagen, nachdem ich das dreimal ausprobiert habe, mir wird leider schlecht auf diesem Trampolin. Okay. Es war sowohl nicht meine Sportart, aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Witzig. Ja, genau. Und ich habe mir halt so ein paar Sachen noch aufgeschrieben. Also ich möchte ja irgendwann unbedingt mal dieses Aerial Yoga ausprobieren. Ja, da habe ich auch schon oft von gehört. Da habe ich mega Bock drauf. Also das werde ich auf jeden Fall als nächstes Mal in Angriff nehmen. Mhm. Und durch diese chinesische Massage, die hier beschrieben wurde, hätte ich auch mal wieder Lust, zu einer Thai-Massage zu gehen. Habe ich länger nicht mehr gemacht, aber ich habe die ein- oder zweimal ausprobiert und fand es immer mega, aber trotzdem kostet es mich, Überwindung dahin zu gehen. Okay. Also vielleicht finde ich da nochmal so einen Stupser demnächst. Ja, und was leider nicht funktioniert hat, was ich eigentlich letztes Jahr im Urlaub schon ausprobieren wollte, ist Stand-Up-Paddling. Das will ich auch unbedingt mal machen. Und ich habe gesehen, dass man das hier auf der Ruhr in Bochum machen kann. Cool. Von daher... Vielleicht sollten wir das zusammen machen. Ja. Also ich würde das auf jeden Fall auch echt gerne mal ausprobieren. Ja, ich hätte es halt auch gerne ausprobiert am Achensee. Das Problem ist, dass der Achensee halt scheiße kalt ist. Und wenn du reinfällst am Anfang, dann ist ohne Neoprenanzug echt... Es ist wirklich einfach... Ich glaube, die Ruhr geht. Die haben letztens an einer Stelle das Schwimmen in der Ruhr wieder eröffnet. Ja. Also ich vermute, dass es da nicht ganz so kalt drin ist. Sehr gut. Ich glaube, ich hätte tatsächlich einen Herzstillstand, wenn ich in den Achensee fallen würde. Ich finde das immer schon furchtbar, da mit den Füßen nur reinzugehen. Es ist so kalt. Ja. Schön aber anzugucken, cool. Aber nicht schön reinzufallen. Ja. Genau, also von daher kann ich total empfehlen, dieses Buch. Mir hat es total Spaß gemacht, da diese verschiedenen Sachen zu lesen. Ja, glaube ich. Sehr cool fand ich vor allem auch das Rhönrad und die 7-Meilen-Stiefel, die sie ausprobiert hat. Die haben aber noch einen anderen Namen, weil der fällt mir gerade nicht ein. Wo du auf so riesen Stelzen gehst quasi und dann so ein bisschen... Noch nie gesehen? Ich hatte es vorher noch nie gesehen. Doch, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Ich auch nicht. Aber das Kapitel heißt auf jeden Fall 7-Meilen-Stiefel hier, also... Aber Röhrenradfahren finde ich auch richtig cool. Ja. Das klang auch richtig lustig. Ja, da habe ich schon oft Videos von gesehen und dachte, das macht bestimmt richtig viel Spaß. Ja. Ja, also von daher, Empfehlung für dieses Buch war auch ein voller Erfolg, würde ich sagen. Yay! Hast du gut ausgesucht. Sehr schön. Wir könnten das ruhig nochmal machen. Finde ich auch, ja. Gut, dann machen wir weiter mit dem Buch, was wir beide gelesen haben. Es war nämlich mal wieder Lesezirkelzeit. Mhm. Diesmal haben wir eine Graphic Novel gelesen und zwar Wie ein leeres Blatt von Boulet und Penelope Bagieu. Ich glaube Bagieu. Ist bei Carlsen erschienen und wurde übersetzt von Ulrich Prüfrock. Und es geht um Eloise, das ist eine junge Frau, die ihr Gedächtnis verliert, also die wacht. Naja, aufwachen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber irgendwie, keine Ahnung. Ne, sie kommt wieder zu sich. Ja, kommt sie auf einer Bank, sitzt sie und weiß plötzlich nicht mehr, in welcher Stadt sie ist, warum sie auf dieser Bank sitzt, was vorher passiert ist. Sie weiß nicht, wer sie ist. Ne? Also sie weiß im Grunde gar nichts mehr, hat ihr Gedächtnis verloren und macht sich dann auf die Suche nach ihrer Identität. Versucht herauszufinden, was passiert ist, warum sie ihr Gedächtnis verloren hat. Versucht natürlich, es auch wieder zu erlangen und spielt im Kopf, ja, so alle Szenarien durch und alle Realitäten, die sie sich so vorstellen kann, was passiert sein könnte, ob sie vom FBI irgendwie, weiß ich nicht, ne? Also die verrücktesten Sachen und ja, das ist es im Grunde. Und ich fand die Geschichte total süß.
Der Zeichenstil, den man hier unten sieht, das ist nicht so meins. Ich fand den, also hat mich einfach nicht so sehr angesprochen, was der Geschichte aber nicht unbedingt einen Abbruch getan hat. Dankeschön, ja. Ja, also man muss natürlich dazu sagen, das ist nicht alles so in Pink gehalten, sondern schön bunt innen drin. Also genau. Ich fand den Zeichenstil gar nicht so schlecht. Ich finde die Mimik finde ich ein bisschen seltsam dabei. Mhm. Also, ne, die, vor allem die Augen fand ich, die haben mich jedes Mal irritiert. Aber ja, ansonsten fand ich den Zeichenstil echt schön. Ja. Also mich hat er angesprochen. Ja, ich fand die Geschichte an sich so ein bisschen flach. Aber ich fand die Charaktere total gut. Ich mochte Eloise gern und ich mochte auch die Leute, die sie dann so getroffen und kennengelernt hat und wiedergefunden hat. Cool. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es war witzig zwischendurch. So eine süße Story. Ja. Ich fand die auch cool, weil, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich fand hier, dass so Sachen wie Licht und Schatten oder Stille oder besondere Momente und Eindrücke so gut eingefangen wurden in den Bildern. Das stimmt. Also das hatte sie echt drauf, da einfach nochmal, als würde man so ranzoomen an irgendwelche Details um sie herum. Ja, stimmt. Es war generell sehr detailliert, die Zeichnung, ne? Mhm. Das stimmt. Ja, das fand ich total cool. Und ansonsten fand ich halt gut, dass es noch ein bisschen so um psychische Gesundheit ging dabei. Ja. Mhm. Ne? Also, was sind zum Beispiel gute Freundschaften oder wie werde ich bei Ärzten behandelt, werde ich ernst genommen oder nicht? Ja, und auch so, was tue ich, weil ich es selber will oder weil die Gesellschaft will, dass ich das tue oder so, ne? Genau, ja. Ja. Doch, also das, was dahinter steckte, fand ich eigentlich ganz gut. Ja, es ist halt eine Graphic Novel, es ist klar, dass das nicht super in die Tiefe geht, ne? Nee. Also war auch sehr kurzweilig, fand ich. Also ich habe das, glaube ich, an einem Abend oder so durchgelesen. Ja, ich auch. Ja. Das geht ja immer sehr schnell mit Graphic Novels. Und ich möchte ein ganz kleines Lob für die Übersetzung aussprechen, weil ich fand diesen amerikanischen Akzent, der an einer Stelle kommt, den fand ich so gut eingefangen, auch in der Übersetzung. Ja, das hat der Ulrich Priff auch gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Das fand ich richtig gut. Ja. 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 Gut. Weiter geht's. Weiter geht's. Dann bin ich schon wieder dran, ne? Ja. Ja. Kommt dir vielleicht bekannt vor, das Buch? Mhm. Von Anna Gavalda? Gavalda. Ist aus dem Französischen auf jeden Fall. Zusammen ist man weniger allein. Das ist bei Fischer erschienen und übersetzt von Ina Kronenberger. Ach, ja. Wie witzig. Ja, ne? Wir haben beide ein Seminar bei Ina Kronenberger belegt. Ja. Ja. Letztes Wochenende. Ja. Genau. Das ist doch lustig, wenn man die so in Büchern wiederfindet, die Leute. Lustig. Genau, und Jana hat dieses Buch irgendwann aussortiert, ich glaube vor eurem Umzug, ne? Ja, ich glaube schon, wahrscheinlich. Ja. Genau, und dann habe ich gesagt, das wollte ich Ewigkeiten schon mal lesen. Ist immer so in der Hinterkopfliste, ist das immer. Mhm. Und dann habe ich das aus dem Subglas gezogen letztens und habe es dann dadurch auch ziemlich schnell vom Sub befreit. Ja, cool. Die Geschichte ist von 2004, schon ein bisschen älter. Und den Schreibstil würde ich als relativ philosophisch beschreiben. Ne? Also ist halt französisch, ne? Ich finde, das ist irgendwie so sehr typisch französisch. Ja, aber das fand ich schon auch eine Nummer härter als zum Beispiel Die Sehnsucht des Vorlesers oder so. Ja, okay. Also das war schon sehr, sehr philosophisch geschrieben. Es waren sehr skurrile Charaktere. Es geht hier ja um eine WG von vier Leuten, die sich in Paris irgendwie zusammenfinden, weil sie so, ja, einsam sind. Ja, ja, die Leute sind einsam, finden sich und gründen eine WG. Ja. Und schlagen sich halt irgendwie so durchs Leben und dann halt gemeinsam und nicht mehr alleine. Und es geht dabei um Philibert, Camille, Franck und Paulette. Franck ist ein Koch. Ist immer gut, mit einem Koch zusammen zu wohnen. Genau, ein gestresster Koch auch. Naja, der arbeitet Koch ist nicht gestresst. Paulette ist seine... Was war sie nochmal? Es war nicht seine Mutter. Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht seine Großmutter, glaube ich. Weil die Mutter ihn irgendwie abgesetzt hat. Irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall Paulette, die so ein bisschen altersschwach ist mittlerweile, aber das nicht so gern einsehen möchte. Dann haben wir Philibert, der so sehr historisch interessiert ist und
Man könnte ihn auch ins 16. Jahrhundert stecken, da würde er wunderbar hinpassen. Und dann gibt es halt noch Camille, die irgendwie versucht, sich mit Putzjobs über Wasser zu halten und so. Genau. Ja, um die vier geht's. Was ich schwierig fand, ist, man weiß teilweise gar nicht so richtig, wer da spricht. Okay. Die Dialoge sind oft ohne Inquid-Formeln, sodass man nicht weiß, okay, wer sagt das gerade. Aber da würde ich sagen, hat die Übersetzung auch ganze Arbeit geleistet und auch der Originaltext wahrscheinlich, dass man die anhand der Sprechweise zuordnen konnte. Echt? Ich weiß oft das schon gar nicht. Nicht immer natürlich, ja. Also manchmal war es schwierig, aber doch, das war schon oft so, dass die so bestimmte Charaktereigenschaften haben oder so eine bestimmte Sprechweise hatten, wo man dann sagen konnte, ah, okay, das sagt bestimmt gerade der oder die. Mhm. Dann ging's. Ja. Aber er fordert trotzdem ein bisschen aufmerksames Lesen. Oh. Ja. Ja, und ich glaube, das war's auch soweit. Fand's. Was soll ich sagen? Dafür, dass es so ein Bestseller war, habe ich irgendwie gedacht, es wäre unterhaltsamer. Ich kann das gar nicht sagen. Ich fand das Buch nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, dass es mich so richtig gepackt hat. Aber es gab ja so um 2004 wahrscheinlich so eine Zeit, wo diese französischen Geschichten einfach so super angesagt waren, ne? Auch wahrscheinlich irgendwie im gleichen Zeitraum wie die fabelhafte Welt der Amelie, als die so geboomt hat und so. Da hat man ja überall diese französischen Geschichten gesehen. Das ist wahrscheinlich einfach daher. Ja, das kann gut sein. Ich glaube, es ist einfach nicht für alle was. Das stimmt. Ja. Ja, dann mache ich mal weiter mit meinem letzten. Juhu. Ich habe mal wieder was von Sarah J. Maas gelesen. Crescent City, Band 1. Yay! Genau, das ist bei DTV erschienen, wie alle. Und es ist von Franka Fritz und Heinrich Koop übersetzt worden. Und dick. Also ich glaube 900 irgendwas Seiten. Krass. Ja. Genau, es geht um Bryce Quinlan, die halb Mensch, halb Fae ist und in Crescent City lebt. Und vor 2 Jahren wurde ihre beste Freundin Danica ermordet und sie hat sie gefunden und es war für sie super dramatisch und sie hat sich auch seitdem sehr in sich selbst zurückgezogen und weiß ich nicht so, ne? Sehr darunter gelitten. Sie wurde von einem Dämon getötet, das habe ich vergessen zu sagen. Ja, jedenfalls, dieser Dämon, der sie umgebracht hat, scheint jetzt 2 Jahre später irgendwie wieder zu morden und jetzt soll Bryce zusammen mit dem Engel Hunt versuchen, diesen Dämon aufzuspüren und den festzumachen. Genau. Und das ist im Grunde so die Rahmengeschichte, würde ich sagen. Also ich fand es ganz gut, weil es so ein bisschen nach Throne of Glass und das Reich der Sieben Höfe irgendwie ein bisschen was anderes war. Ich meine, es ist natürlich trotzdem die Fantasy-Welt und ich hatte auch das Gefühl, dass vor allen Dingen so diese ersten 200 Seiten knapp sehr langatmig waren, weil sehr, sehr viel erklärt werden musste, ne, was für Wesen da leben und was für Wesen mit anderen Wesen nicht so gut klarkommen und ne, dann gibt es Werwölfe und was weiß ich nicht was, Engel, Halbfee und alles, was man sich so vorstellen kann und es ist natürlich sehr, sehr komplex, ne, und es ist am Anfang recht langatmig, aber dann fand ich es gut. Also dann habe ich es echt gemocht und es war halt irgendwie alles dabei. Liebe, Fantasy, Krimi, Spannung. Ja. Cool. Ja. Und du hast ja, glaube ich, auch den zweiten Band schon besorgt, oder? Ja. Den hatte ich vorbestellt, genau, weil Band 1 habe ich ja leider nicht mit Farbschnitt bekommen, aber da gibt es ja am Anfang immer Exemplare mit Farbschnitt und ich dachte, wenn ich vorbestelle, habe ich Glück und krieg's mit Farbschnitt und die haben sich da auch echt wieder Mühe gegeben. Ja. Der sieht toll aus, der Farbschnitt. Ja, richtig, richtig schön. Ja, ich bin jetzt auch sehr gespannt auf Band 2. Würdest du sagen, nee, kommt nicht an Throne of Glass ran, oder? Nee, für mich nicht. Okay. Aber ich weiß noch nicht so genau. Ich weiß noch nicht, wie ich so das Reich der Sieben Höfe und Crescent City einordnen will. Vielleicht brauche ich da noch ein bisschen Zeit, um Band 2 zu lesen, um das sagen zu können. Aber ich habe Gerüchte gehört, dass es in Band 2 von Crescent City so einen kleinen Crossover mit Das Reich der Sieben Höfe geben soll. Oh. Und das finde ich natürlich richtig geil. Ja, das ist schon cool, wenn man dann Das Reich der Sieben Höfe auch gelesen hat. Ja. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob cool. Das stimmt. Ja. Ja. Das war's mit unseren Büchern aus April. Ja. Der April lief eigentlich noch ganz gut, ne?
Machst du hier Foreshadowing? Ich mach Foreshadowing, ja. Ich glaube, die Monate danach war das nicht mehr so. Bei mir ging's. Ich hatte im Mai Urlaub. Ja. Reden wir da ein andermal drüber. Genau, reden wir im nächsten Video darüber. Genau. Welche Bücher habt ihr denn so im April gelesen? Könnt ihr euch da überhaupt noch dran erinnern? Ja. Ja, ansonsten schreibt uns natürlich auch gerne, wenn ihr eins von unseren Büchern gelesen habt und was ihr da so von haltet. Ja. Und ansonsten sehen wir uns sehr bald wieder zum nächsten Monat, Mai. Ja. Bis dahin. Bis dann. Gute Zeit. Ciao. Ciao.